Frankfurt am Main. In dieser Einrichtung für ältere Herren namens DFB ist eine schreckliche Krankheit ausgebrochen. Besonders hart getroffen hat es ihn, Franz B. Der Mann, über den sogar schon TV-Dokumentationen gedreht wurden, leidet unter Sprachproblemen. Und hab dann, Seit kurzem wird die Krankheit allerdings immer schlimmer. Franz B. halluziniert. Ja, liebe Kollegen, ich habe die große Ehre und Freude, die Präsidiumssitzung zu eröffnen. Der 70-Jährige, der in seiner Jugend ein halbwegs ordentlicher Fußballer war, hat mittlerweile den Bezug zur Realität verloren. Die Frage des Tages wird sein, wenn die Sitzung zu Ende ist, wollen wir Weißwürst oder wollen wir Leberkäse? Langjährige Freunde zeigen sich schockiert. Wie man so einen Verlust an Erinnerung haben kann, ist mir unbegreiflich. Doch damit nicht genug. Franz B. hat anscheinend andere Menschen beim DFB angesteckt. Zum Beispiel ihn, Wolfgang N. Jahrelang verbringen die beiden viel Zeit miteinander, zum Teil auf engstem Raum. Das bleibt nicht ohne Folgen. Mittlerweile zeigt auch Wolfgang N. die gleichen Krankheitssymptome. Hier sein Versuch, bis 4 zu zählen. 1, 2, 3. Franz B. und Wolfgang N., zwei Männer, die an einer schrecklichen Krankheit leiden, der sogenannten DFB-Mens.